Freuen Sie sich nicht zu früh. Liebe sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen, wie Ihnen sicherlich nicht entgangen ist, bin weder ich und ich glaube auch die Mehrheit dieses Hauses ein Fan der Herdprämie, der Fernhalteprämie oder des Betreuungsgeldes, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Ihr Betreuungsgeld war und ist ein Ausdruck, und das hat sich gerade wieder gezeigt, einer zutiefst reaktionären und konsequent verfehlten Familien-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Es war von Anfang an skandalös, dass sich die Sozialdemokratie wider besseren Wissens auf ein solches Unterfangen eingelassen hat. Und dann sage ich Ihnen auch, ich kenne, dass man in Koalition Kompromisse macht und diese manchmal nicht besonders schön. Aber ein Kompromiss muss immer in die richtige Richtung gehen. Das Betreuungsgeld war immer ein Weg in die falsche Richtung. Gott sei Dank ist es korrigiert worden. Lieber Kollege Rief, Sie kennen die Zahlen über die Ausbausituation. Und da sind Fortschritte erzielt worden in den letzten Jahren, ja. Und das hat auch was mit der Politik der Bundesregierung zu tun. Auch das stimmt. Aber wenn ich, und das ist der Status quo nach wie vor, zu wenige und zu unattraktive Betreuungsplätze in den Ländern organisiere, und das ist in Baden-Württemberg und Bayern zum Beispiel noch der Fall, insbesondere in Bayern, dann darf ich mich auch nicht wundern. Dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn jene, die keinen Betreuungsplatz finden, dann das Betreuungsgeld in Anspruch nehmen. Wo kommen denn die 70% her? Die kommen her, weil eben nicht die ausreichende Zahl von adäquaten Betreuungsplätzen vor Ort geschaffen wurde. Aus politischer Sicht kann man also dankbar sein, dass unser Verfassungsgericht diesem CSU-Irrsinn Einhalt geboten hat, weil im Deutschen Bundestag es eben keine Mehrheit dagegen gab. Die Leidtragenden sind jetzt die Familien, da gebe ich Ihnen recht, die sich im Vertrauen auf das verfassungswidrige Versprechen der Bundesregierung auf die zusätzliche Unterstützung eingestellt haben. Und zumindest die Garantie des Vertrauensschutzes, und da möchte ich Ihnen auch widersprechen, für die bewilligte Hilfe begrüße ich. Hat auch niemand in diesem Haus gesagt, dass wir den Vertrauensschutz nicht wollen, weil das natürlich selbstverständlich ist, dass wenn es einmal sozusagen bewilligt wurde, auch ausgezahlt werden muss bis zum letzten Tag, dann haben die Grünen und wir überhaupt kein Problem mit. Mit unserem vorliegenden Antrag zeigen wir auf, wo das frei gewordene Geld benötigt wird und wie es nachhaltig und sinnvoll verwendet werden kann. Diese Mittel wären eine gute Startfinanzierung für das dringend benötigte Engagement des Bundes in mehr frühkindliche Bildung. Und ich sage auch, und das werden Sie von uns so lange hören, bis es es gibt, es wäre eine gute Startfinanzierung für ein Kita-Qualitätsgesetz, was auch die Verbände der freien Wohlfahrtspflege immer wieder fordern. Nun stehen im kommenden Jahr bis zu 550 Millionen Euro zur Verfügung, 2017 sogar schon 900 Millionen Euro. Und wie es so schön heißt, die Geier kreisen schon. Bundesfinanzminister Schäuble fordert die Mittel für den allgemeinen Haushalt oder will Leistungen, die sowieso gesetzliche Leistungen sind, daraus finanzieren. Oder er wird flankiert von seinen bayerischen Kollegen, wie jetzt gerade, frei nach dem Motto, wenn Bayern die Fernhalteprämie nicht bekommt, soll im Familienbereich auch niemand anderes einen Anspruch darauf haben. Und das mit anderen Worten zu sagen, Hans Monat, Redakteur des Tagesspiegels, den lädt Ihre Fraktion auch gerne mal als Referenten ein. Zitat, nun schmerzt die Wunde, CDU und SPD sollen der bayerischen Andersartigkeit gefälligst Respekt zollen. Schöne Worte. Wissen Sie, ich könnte mich sogar damit anfreunden, dass die Mittel an die Länder weitergereicht werden, wie Sie das vorgeschlagen haben, allerdings mit einer anderen Zweckbindung, als Sie sich das vorstellen. Und zumindest Brandenburg und Thüringen, wenn nicht sogar 15 andere Bundesländer, würden die Mittel sinnvoll für den Ausbau von Kita-Qualität, für eine bessere Bezahlung des Betreuungspersonals, der Erzieherinnen und Erzieher, für die Verminderung von Beiträgen für die Eltern verwenden. Und das fänden wir auch gut. 15 Länder würden das garantiert tun. Wäre da nicht Bayern, und das haben Sie gerade gezeigt. Allein das Wissen, dass im Süden der Republik angeblich christlich und soziale Politiker eine moderne Familienpolitik scheuen, wie der Teufel das Weihwasser, haben wir gerade wieder eine Kostprobe bekommen, lässt mich vor einer Verteilung der Mittel an die Länder doch zurückschrecken. Und es ist auch nicht Aufgabe des Bundes, der CSU jetzt die nächsten Wahlversprechen zu finanzieren. Und nun zur SPD. Ich unterstelle Ihnen ein ehrliches Interesse daran, die Betreuungsgeldmittel für den Ausbau von Kita-Qualität und die Aufstockung der Kapazitäten verwenden zu wollen. Und wissen Sie ganz genau, dass es seit längst eine Mehrheit gibt im Bundestag, die das auch so sieht. Mindestens seit 2013 gibt es die. Ich glaube auch schon vorher. Aber weil Sie wieder Angst vor der eigenen Courage haben, werden Sie das am Ende nicht durchsetzen. Und weil Sie das frustriert, das kann ich auch gut nachvollziehen, werden Sie unter Anträge nachher in den Familienausschuss überweisen, dann dort auf Eis legen, solange wie die Koalition sich nicht einigt. Und das kann lange dauern, wie wir das kennen. Und weil Sie auch nicht den Mumm haben, es am Ende einfach abzulegen. Liebe SPD, Sie sind mit harten Ansagen gestartet. Ich zitiere noch mal Frau Bundesministerin Schwesig vom 24. Juli. Das Geld darf nicht im Haushalt des Bundesfinanzministeriums versickern. Zitat Ende. Aber ich befürchte, Sie werden als Bettvorleger der Union landen. Und das ist ja schade. Aber vielleicht täusche ich mich. Und es wird anders. Und zumindest die Ankündigung von Frau Schwesig gestern in der Welt oder am Tagesspiegel lassen auch Hoffnung aufkommen. In der letzten Sitzungswoche habe ich vorgeschlagen, die frei werdenden Mittel, wenn schon nicht für die Finanzierung eines Kita-Qualitätsgesetzes, was Sie so fürchterlich finden, dann zumindest zur Verfügung zu stellen, um jedem Flüchtlingskind einen Kita oder einen Schulplatz zu gewährleisten und damit die Länder und Kommunen die Zusicherung zu belasten.
Und ich bin froh, dass Frau Schwesig diese Initiative aufgegriffen hat, auch die Grünen, und hoffe, dass sie hierfür die notwendige Mehrheit findet. Wir ständen bereit. Kollege Weinberg, Sie waren das letzte Mal noch wenig begeistert von diesem Vorschlag, habe ich im Protokoll noch mal nachgelesen. Wohl auch wahrscheinlich, weil er von uns kommt. Aber jetzt kommt er ja von Ihrem geschätzten Koalitionspartner. Vielleicht überzeugt der Sie ja, vielleicht überzeugt Frau Schwesig Sie ja, dass es eine sinnvolle Maßnahme ist. Frau Brandner hat alle Argumente ausgeführt. Dafür fehlt mir ein weiteres Mal die Zeit. Oder Herr Rix, Ihr Koalitionspartner, die Sozialdemokraten, trauen sich mal was hier im Deutschen Bundestag? Ein sinnvoller Einsatz der Betreuungsgeldmilliarde wäre jedenfalls auch ohne die Union heute schon möglich. Er wäre nötig, er wäre wünschenswert und er wäre durchsetzbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Carola Reimann.